So, herzlich willkommen zurück. Wir sind den Weg hier hochgelaufen. Jetzt mal herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Mit mir, dem Gorbinski, und euch, den Zuschauern. Und wir müssen hier hoch in das Banuk-Lager. Ich habe eine Quest angenommen. Die nennt sich Ein Moment des Friedens. Ist eine Nebenquest. Stufe 12, also recht low-levelig. Und wir müssen hier hoch in das Banuk-Lager. Und müssen dort, kann ich euch nochmal zeigen, für die, die das in der letzten Folge nicht gesehen haben. Ein abgelegenes Banuk-Lager ist von sanftmütigen Maschinen umgeben. Was könnte ihr ungewöhnliches Verhalten verursachen? Wäre natürlich cool. Der Questgeber hofft natürlich, er kriegt irgendwie ein Rezept, wie man Maschinen bändigen kann. Oder zähmen kann, ja. Bändigen können wir sie ja. Zumindest zeitweise. Und der Questgeber will wahrscheinlich damit halt einen Haufen Kohle machen. Hä, was gibt's hier? Ist das ein Bug? Hallo? Ah, ich kann hier nichts looten. Das muss das Banuk-Lager sein, von dem Bilgund erzählt hat. Was ist mit den anderen Söldnern, was sie dir geschickt? Die Maschinen sind sanftmütig. Ja. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Rede mit Banuk. Rede mit den Banuk. Krass. Krass, ne? Okay. Da gibt es auch Händler bei den Banuk. Ein Lagerfeuer. Ja, nice. Und hier klauen wir erstmal ein bisschen, ne? Die Jagdbeute ließ in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig. Wir sollten uns ein paar Maschinen suchen, die Gunst der Geister verdienen. Mhm. Hallo? Diese Nora. Sie jagen Maschinen, aber sind vollkommen blind für das blaue Licht. Ich jage Maschinen schon so lange. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie friedfertig sein können. Hm, ganz du. Ach du Scheiße, die haben sogar so einen Dicken hier. Wir klauen hier erstmal alles. Krass, ne? Ich mach das mal wieder ein bisschen leiser. Das war in der letzten Folge ziemlich laut. Sind die Maschinen nicht vom Zorn befallen? Das sieht man. Da ist das Lagerfeuer und der Händler. Wir werden zuerst zu. Erstmal speichern. Mal gucken, ob der was Besonderes hat. Die haben halt alle das Gleiche, ne? Schattenschleuder. Ich habe immer noch die Sprengschleuder. Ich glaube, ich kaufe die jetzt mal. Oh, da brauche ich ein Kristallgeflecht. Okay, keine Ahnung, was das ist, ob ich das habe. Und da wollte ich auch mal gucken. Outfits haben wir ein blaues. Das hier könnte ich mir ja nicht. Kann mich nicht mit Panzerwanderer Herz. Panzerwanderer muss ich eh noch. Das macht 30 Defense. Das hier macht gegen alle Arten von Magie irgendwas. Das hier hat 50 Eis. 50 Schleichen. Ah, wenn, dann wäre schon das hier cool, ne? So diese Standard-Defense ist schon am wichtigsten. Meiner Meinung nach. Nora-Beschützerin. Ja, okay. Ich kaufe jetzt hier nichts. Ich bin auch mit Heiltränk noch ganz gut ausgestattet momentan. Ich freue mich, dich wohlbehalten zu sehen. Kann ich mittlerweile hier wieder ein paar bauen? Yes, wir haben Echohülsen. Verbraten wir gleich mal, ne? Rede mit der Nora, ja. Mit den Banuk, Entschuldigung.
gerne sehen, wie sie schießt. Die Nora sind berühmt für ihre Bogenschießkünste. Was machen wir hier? Jeder Moment, den wir vertrödeln, vergrößert den Abstand zwischen uns und der Herde. Was für eine Herde? Wer bist du? Kann ich dich auch begrüßen? Das ist ein bisschen komisch gemacht hier, ne? Ich hoffe, du hast dich gut auf die Jagd vorbereitet. Okay, ich muss jetzt anscheinend alle durchgehen hier, oder was? In Ban-Ur singen sie schon Lieder über meine. Ich kann das nur einmal machen. Jetzt kann ich den immer ansprechen. Das heißt, ich muss die... Die letzte Jagd war sehr erfolgreich. Wenn man schnell zuschlägt, muss niemand hungern. Die letzte Jagd war sehr erfolgreich. Wenn man schnell zuschlägt, muss niemand hungern. Mit wem soll ich denn noch reden? Mit dem Händler habe ich auch schon geredet. Hier ist jetzt noch einer. Was machen wir hier? Jeder Moment, den wir vertrödeln, vergrößert den Abstand zwischen uns und der Herde. Aber muss ich so in der Mitte von der Quest hier? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil es wird nichts mehr angezeigt. Untersuche das Banuk-Lager. Ja, mache ich doch. Hallo? Eben stand doch hier, ich kann mit dir reden. Komm, sag was, Junge. Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Morgen werden wir sehen, was die Schamanen von den Maschinengeistern erfahren haben. Ich lese mir gerade nochmal die Quest durch, was da steht. Finde eine Erklärung für das Verhalten der Maschinen. Ich will nicht handeln. Warum sollten es die Maschinengeister erlauben, uns ihnen gefahrlos zu nähern? Interessant. Ist eine Nora so weit entfernt. Silo. Was führt sie nur hierher? Was will der? Das ist ein anderer. Schamane. Versuchst du auch, die Maschinen hier zu verstehen? Ja, Nora. Und ich lasse mir bei meinen Studien Zeit. Unter dir, mir und den Geistern, ich genieße den Frieden. Nicht nur den der Maschinen. Es ändert sich so manches in Ban-Ur. Die Jäger und Schamanen streiten immerzu. Worüber? Wie man in der harten Welt besteht. Die Jäger, sie wollen nicht, dass alles wie früher wird. Und wir Schamanen können immer weniger Erklärungen geben. So viele sind im Exil, auf Wanderschaft. Hier streitet niemand. Nun, da kommt mir ein Rätsel recht. Wenn sich die Maschinengeister wieder. Da kommt mir ein Rätsel recht? Vielleicht sind die Maschinen ja auch froh, von ihrer Herde getrennt zu sein. Ich blickte ins blaue Licht und fand immer nur noch mehr Fragen. Das ist Lagerfeuer. Hier. Tikuk. Sei gegrüßt. Ich bin Tikuk. Schamane, ich hab sowas noch nie gesehen. Blaues Licht. Ups. Das Licht der Maschinengeister. Es umgibt uns alle. Es setzt sich auf uns. Und so war es schon immer. Bevor sie wütend wurden. Ich weiß von der Störung, aber dass die Maschinen derart ruhig waren. Was ist nur los hier? Wir wissen es nicht. Was? Wir singen und wir lauschen den Maschinenliedern. Tikuk, waren in letzter Zeit noch andere Fremde bei euch? Ein paar Osseren, ja. Sie reden ständig von einer Maschinenfehlfunktion. Als ob Maschinengeräte wären, die eine Reparatur brauchen. Tja, so sehen die Osseren wohl die Welt, oder nicht? Sie aßen mit uns.
Und als sie herausgefunden hatten, dass sie nichts erklären konnten, gingen sie mit dem nördlichen Licht. Mhm. Alles klar. Maschinenlieder. Die Maschinen singen für euch? Für sich selbst. Du bist Jägerin. Du hast sie gehört. Ihre Chöre und Hymnen. Die Rufe und Schreie. Wir sollen sie nicht verstehen. Doch wir Schamanen interpretieren. Welches der Lieder hat sie so verärgert? Sie gegen uns gehetzt. Welches Lied besänftigt sie? Liegt es hier überall in der Luft? Für uns unhörbar? Wie können wir die Maschinenwelt heilen? Das könnte eine Erklärung sein. Was ist mit dem Großen? Ein Sturm führte mich an diesen Ort. Ich dachte, es sei die Klage des Windes, die von der eisigen Bergflanke widerhallt. Aber nein, es war das Lied des Donnerkiefers. Ich fand ihn hier zusammengekauert, das Metall erstarrt und ich suchte unter ihm Schutz. Als der Sturm vorbei war, verklang auch das Lied. Vielleicht verließ der Geist die mächtige Hülle. Oder er schlummert und ist noch da. Also haben wir ihn nicht zerlegt und geplündert. Und wir behandeln ihn mit großer Sorgfalt. Tikuk, waren in letzter Zeit noch andere Fremde bei euch? Ein paar Osseran. Als ob Maschinen sie aßen. Haben wir doch schon. Warum war das nicht ausgegraut? Ah doch, ist ausgegraut. Ich werde das untersuchen. Darf ich mich etwas umsehen, Tikuk? Sprich, handle, lausche. Wie du möchtest. Hier wird dir nichts geschehen. Also haben die beiden nichts damit zu tun. Zu sehen. Das ist es ja nett. Muss an diesem Ort liegen. Sie können es nicht sehen, aber vielleicht kann es mein Ist hier noch jemand, mit dem ich reden kann? Menschen einträchtig nebeneinander. Aluki. Was für ein Segen. Diese Maschinen so aus der Nähe zu sehen. Das Grasadung. Wie bitte? Grasadung? Verlorene Grasadung. Der Verwüster führte mich her. Er war bei den Rivalen. Er tötete einen Eisjäger. Er riss ihn in zwei. Ich nahm die Herausforderung an. Doch als er zum Lager kam, wurde er sanft. Aha. Aber ist das nicht gut? Tikuk sagt, ein Geschenk. Pff, ein Geschenk ist bloß etwas Unverdientes. Die Maschinen sollen uns eigentlich herausfordern. Und jetzt bewache ich hier die Schamanen. Gute Jagd. Gut. Suche mit deinem Fokus nach Signalen. Das war Tikuk, ne? Suche mit deinem Fokus nach Signalen. Ich sehe nichts. Noch nicht. Geister geben sich dir zu erkennen. Hier werden wir auch noch hochgehen. Wenn, dann muss das ja vor dem Camp sein, ne? Mögen die Maschinengeister dir wohlgesonnen sein. Ich speichere mal ganz kurz zwischen. Hier könnte etwas sein, das mein Fokus erkennen würde. Ja, ich frage mich nur, wo. Ja, das sind alles Maschinen. Ich weiß halt auch nicht, wie sowas aussieht, aber das sind auch nur Maschinen, ne? Wenn sich die Maschinengeister widersetzen... Banuk-Wanderer, aha. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Die Maschinengeister sind überall von Zorn erfüllt, nur in diesem Hain nicht. Das ist ein Rätsel. Muss hier im Lager sein irgendwo, ne? Suche nach Signalen. Mögest du immer Herausforderungen
Hier sind keine Signale. Da oben. Laufen wir noch da hoch. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Das Land der Banuk ist schroffer als unseres. Das Jagen ist hier entspannt. Sieht man von hier oben aus irgendwas? Ich sehe nichts. Das ist Lagerfeuer. Silo-Plünderer, das ist Plünderer. Vorsicht da unten. Ach, ja. Ich sehe nichts. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Jagd. Vielleicht muss ich wirklich mal vor das Ding gehen. Wieder das Lagerfeuer. Ich gehe mal vors Camp. Weil hier drin ist nichts. Aber hier bin ich wahrscheinlich schon aus dem Kreis raus. Nee, noch nicht ganz. Den nehmen wir natürlich mit. Da oben. Da, ein Signal. Und sein Ursprung liegt oben auf dem Berg. Das sollte ich mir lieber mal ansehen. Geil. Das ist ja lustig. Wahrscheinlich ist das hier der einzige Weg, ne, da hoch. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Kann man hier hoch? Ich denke wahrscheinlich schon wieder viel zu kompliziert. Wo geht's hoch? Hier? Siedlung verlassen. Warum? Hier. Gottes Willen, wo soll ich denn hier hoch? Niemals ist das der richtige Weg. Ach, der ganze hinten rum. Ja, jetzt probiere ich es aber mal so. Vielleicht geht das ja auch. Anscheinend nicht. Freundliche Maschinen. Die sind alle freundlich. Okay. Ja, da hinten komme ich wahrscheinlich nicht mehr weiter, ne? Ich probiere es einfach mal. Kann ja nichts passieren. Naja, hier kann ich nicht auf diesen Vorsprung drauf. Das heißt, hier war es das. Ne, okay. Gut, dann gehen wir den offiziellen Weg. Dann gehen wir den offiziellen Weg. Warum wird das jetzt immer angezeigt?
sich hier festhalten irgendwo? Nee, ne? Ja, ich bin aber unten drunter. Ich muss da hoch. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Also ich habe irgendwie den Aufstieg verpasst. Aber jetzt bin ich irgendwie zwischendrin doch zum Glück rangekommen. Was hier passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und gute Nacht.